Hallo ihr da draußen. In der letzten Sendung vom Kamean TV, da sind wir halt getaggt worden. Das hat jetzt nichts mit Tag oder mit Nacht zum tun, sondern das ist irgendwie so Nominierung, so ein Schwachsinn. Da muss ich halt so ein paar tappische Fragen beantworten. Aber weil du es bist, René, für dich mache ich das. Ausnahmsweise, aber komme nicht noch einer mit so einem Scheißdreck. Also deswegen werden wir jetzt dem Oswald ein paar Fragen stellen. Gell, Oswald? Jo, aller Hopp, viel Spaß dabei und ich hoffe, dass euch nicht die Ohren blute. So, Oswald, jetzt sag mal, wann war denn dein erstes Mal im Internat? Ja, das war so 1783 rum. Damals war ich noch ein ganz kleiner Junge. Oh, Entschuldigung, im Internet. Ach so, das Internet. Ja, das war so 93 rum. Und wie alt warst du, wie du YouTube zum ersten Mal entdeckt hast? Ja, ich habe YouTube etwa 2001 erfunden. Damals hatte ich die ersten Videos im Internet entdeckt und dachte mir, es wäre vielleicht eine feine Idee, einen Internet-Fernsehsender zu gründen. Ich wollte das Ganze Videoportal nennen. Ach echt? Krass. Leider kam mir Google 2005 etwa zuvor und hat sich das Internet patentieren lassen. Was war denn das erste Video, was du auf YouTube gesehen hast? Aufgrund des langen Patentrechtsstreits mit Google habe ich erstmal eine Weile lang geschmollt. Aber 2006 habe ich dann das erste Katzenvideo auf YouTube gesehen. Das Format hat mich dermaßen überzeugt, dass ich seitdem keine Folge verpasst habe. Die sind voll niedlich. Und wer hat dich dann inspiriert, selber damals mit YouTube anzufangen? Puh. Eigentlich wollte ich nur ein Tutorial parodieren, in dem ganz umständlich erklärt wurde, wie man CDs repariert, aber keiner hat mich verstanden. Was hast du jetzt gesagt? Na, egal. Wieso hast du dich für YouTube und gegen andere Portale entschieden? Tja, Google hat mir ja verboten, mein eigenes Portal weiter zu betreiben. Was blieb mir also anderes übrig, als beim zweitgrößten Anbieter weiterzumachen? Ajo, ist klar, das DHA mache. Und was glaubst du, wieso andere YouTuber oder deine Zuschauer die Entwicklung von deinem Kanal so einschätze? Was weiß ich? Schreibt mir ja kaum einer was in die Kommentare. Echt? Das ist ja krass. Ja, hörst du mal zu. Ihr schreibt jetzt sofort ohne was in die Kommentare. Ich will lesen, was ihr von den sogenannten Tag-Videos haltet. Alles klar? Und abonniere. So, weiter. Und wie tätst du die Entwicklung von deinem Kanal so selber einschätze? Ja, also Ende dieses Jahres werden wir vermutlich die 30 Millionen Abonnentengrenze durchbrechen und danach werden wir Google YouTube wieder abkaufen. Als nächstes werden wir dann YTT, Freshtorge, Simon Desue und auf jeden Fall Herrn Tutorial verbieten lassen. Ajo, natürlich. Aller Hopp, das war jetzt die Frage vom René an der Oswald. Ich habe das mal so für die René übernommen. Ich hoffe, das Video hat euch in irgendeiner Form weitergebracht. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Irgendwas, was euch halt so einfällt. Schreibt es einfach in die Kommentare, lasst es raus. Sonst hat der Oswald nachher wieder Pipi in der Aare. Aller Hopp, in diesem Sinne, haut rein. Hajo, bevor ich es vergesse, wir müssen ja noch jemand nominieren, also tagge. Na? Mir tagge jetzt den Joe Cognito vom Videoamt, den Gronkh und den Herrn Tutorial. Da bin ich immer auf die Antwort gespannt.